Alter, was geht ab, Leute? Team Old hier. Von der EM in Berlin. Da haben wir ein paar coole Leute getroffen. Und die werden wir uns mal jetzt genau anschauen. So, also. Jungs, wie heißt ihr? Wie heißt euer Team? Was geht ab, Mann? Also, ich bin Dominik Nevens. Ja. Unser Team ist Yu-Gi-Oh! Elite Squad. Okay. Wir sind ein ganz neues Team auf jeden Fall jetzt. Wir kennen uns schon seit einer Weile durch unsere Locals in Sandhausen bei uns in der Nähe und haben dann halt gesagt, ey, wir können ja einfach mal ein Team zusammen auf jeden Fall mal gründen. Wir haben auf der DM recht gut abgeschnitten, können wir später nochmal drüber sprechen. Und ja, sind wir weiter an uns. Mein Teamkollegen, wer die sind? Wie heißt du? Ich bin Marian Stäubing. Wie schon gesagt, also wir sind alles von Sandhausen, also die meisten kommen von Sandhausen. Und ja. Ja, ich bin Jonas Spreng und ja, unser Team ist halt erst neu, wir haben es erst seit ein, zwei Monaten, glaube ich, jetzt erst und wir haben auch jetzt erst seit der DM bei uns von den meisten unser erstes großes Turnier und ja. Wie viele Mitglieder seid ihr insgesamt? Insgesamt sind wir, Gott, oh mein Gott, wie viele sind wir denn jetzt genau? Ich glaube, wir sind sieben oder acht Mitglieder, wenn man nochmal unseren Sponsor mit dazu zählt. So übrigens TTG Market Cardman. Ja, das ist unser Sponsor, der heißt jetzt halt leider jetzt gerade nicht da. Aber es sind immer so sieben, acht Leute auf jeden Fall, die alle bei uns auch in der Nähe sind. Sind die auch alle jetzt hier auf der EM dabei, oder? Doch, sind alle auf der EM auch mit dabei, ja. Okay. Generell unser erster Tag jetzt auch hier. Gestern lief eigentlich ganz okay. Ich habe mit 4-0 gestartet, Kollege hier mit 5-0. Dann irgendwann ist halt, was sag ich mal, scheiße, ja. Dann irgendwann dann zu 3 gegangen, konnte man halt nichts machen. Ja, und dann ist es halt dazu gekommen. Das erste Premier Event haben wir alle drei auf der deutschen Meisterschaft getoppt. Top 64, der Top 4 gekommen. Und es war wenigstens schon mal ein großer Erfolg und es kann halt nicht immer klappen. Richtig cool. Was war denn euer Beweggrund, ein Team zu gründen? Beweggrund, ein Team zu gründen war einfach auch, dass man sagt, ey, wir kennen uns jetzt einfach auch schon so lange. Dachte mal halt, ey, andere machen auch Teams, warum können wir das nicht? Aber ich sagte, gucken wir mal, dass wir auch vielleicht auch mal damit anfangen können. Und ja. Deswegen haben wir gesagt, ey komm, machen wir doch mal ein Team. Wenn wir dann vielleicht ein paar Erfolge hier und da sammeln, können wir vielleicht auch mal gucken, dass wir uns Sponsor kriegen. Und wir hatten dann auch schon direkt einen und das ist ganz praktisch. Was ist eure Definition von Team und was sind so eure Ziele? Unsere Definition von Team, ja gut, also Team, dass man sich auf jeden Fall gegenseitig auch Karten leihen kann. Ja. Dass man sich gegenseitig auch Karten leihen kann, dass man sich gegenseitig mit unterstützt, dass man sagt, okay, hier zum Beispiel gestern haben auch einen Jungen im Team, das ist der Max Weintraub, der ist erst 14, ist aber ein recht guter Spieler auf sein Alter, hat auf der DM die Top 16 erreicht und konnte halt dementsprechend auch jetzt nicht mehr zu sich da in die Nähe nochmal fahren. Da kann man dem eine Unterkunft auch hier auf jeden Fall zur Verfügung stellen, wenn man hier im Hotel ist, dass man zueinander hält und einfach, dass man guckt, dass man ein Event zusammen einfach hinkriegt. Bist du der Boss? Ich werde so als Aushängeschild, sagen wir mal, so damit dazu genommen, weil ich der Kommunikative der Gruppe bin. Aber hier mein Kollege Jonas Spreng ist so der Co-Assistant. Die rechte Hand, ja. Er kümmert sich so auch um das Ganze, was auf Facebook ist, aber auch auf Facebook sind wir auch. Mit Yu-Gi-Oh! Elite Squad sind wir auch da drauf. Und da kümmert er sich immer um die ganzen Beiträge und allem auf jeden Fall. Ja, das war auch die Frage. Habt ihr auch Aufgaben im Team, die also jeder macht? Ich sag mal so, da wir noch recht neu sind, ja, und jetzt noch nicht irgendwie auch so wie ihr jetzt zum Beispiel YouTube-Kanal und sowas haben, gibt es bei uns jetzt erstmal eingeschränkte Aufgaben. Wir gucken dann halt, wer zum Beispiel in der Nähe, zum Beispiel hat sich ein Kollege, der Nils Nowatzki, auch ein Teamkollege von uns, hat sich um die T-Shirts gekümmert. Ja, während der eine zum Beispiel dann geplant hat, dass wir dann auf dem Event alle zusammen hier mal kommen, dass wir ein Team-Meeting hier und da machen, da sprechen wir uns miteinander halt immer so ein bisschen ab. Aber dass einer so wenigstens sagt und die erstmal sagt, wo und wie und da erstmal auf den Tisch haut und sagt, was zu machen ist und danach die Aufgaben aufgeteilt werden. Da kümmern der Jonas und ich uns drum. Wo soll es hinführen? Habt ihr dann auch Lust auf YouTube irgendwas zu machen oder eher jetzt nur so spielen und Facebook? Ich sag mal so, erstmal wollen wir gucken, dass wir auf Facebook jetzt erstmal ein bisschen spielen, dass wir uns erstmal einen Namen irgendwie machen, bevor wir einfach irgendeinen YouTube-Kanal machen, weil das auch auf jeden Fall auch Arbeit ist, die da mit drin hängt. Aber wenn es dann irgendwann weitergeht so und wir gescheite Regionals oder auch einfach mal toppen, die größer sind, dann können wir auf jeden Fall auch mal darüber nachdenken, YouTube-Videos zu machen. Kommen wir mal zu der Frage, was haltet ihr von TBT, wo habt ihr von uns gehört, schaut ihr unsere Videos an?
Da werden wir alle mal zu mal was sagen. Also ich finde euch richtig cool. Ja, ist einfach alles, so wie jetzt gerade, alles schön raw, nichts vorbereitet. Ja, ist einfach total klasse. Es ist sehr authentisch vor allen Dingen auch. Man hat es einfach, irgendwann bin ich einfach mal hingegangen, habe irgendwie Kliedemais oder sowas eingegeben, nur mal irgendwelche der Maistex-Varianten zu finden. Da habe ich halt deins dann irgendwann gesehen. Und da habe ich gesehen, wie er die Videos und alles auch einfach machen. Das fand ich dann einfach richtig cool. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, die abonniere ich jetzt mal. Das sind so, vor allen Dingen auch, wie es in eurer Description steht. Wir sind keine Profis, es sind einfach so ein paar Randoms, die hier und was auch da sind, die einfach das Spiel gut mögen. Ja? Und deswegen, das fand ich klasse. Ja, also ich habe auch so auf YouTube von euch gehört und ich feiere eigentlich auch ziemlich hart eure Videos. Und allgemein auch so, ihr macht ja auch immer so kleine Tournament-Veranstaltungen, was ich auch ziemlich cool finde. Und wir werden vielleicht auch mal versuchen, selber sowas zu erstellen oder zu errichten. Und wie ich sage, ich finde, ihr seid ein super Team und seid echt alles super sympathisch. Also ich habe euch auch auf Facebook geliked und auf YouTube abonniert. Ich schaue auch eure Videos und wir wollten eigentlich auch auf euer CCG Tourstop gehen, aber ist leider zu weit weg gewesen, 3 Stunden. Vielleicht könnt ihr mal eins in der Nähe machen von uns, was geht. Und ja. Was habt ihr jetzt zum Beispiel so für Anforderungen für neue Mitglieder? Sucht ihr neue Mitglieder? Wie würde das so ablaufen? Also was heißt neue Mitglieder? Ich weiß, letztens unser ganz neuestes Mitglied, kann man eigentlich gar kaum noch so in der Richtung sagen, ist der Luca Rösser. Ja, der hat, glaube ich, auch die Top 64 der DM erreicht. Jonas kannte ihn schon persönlich und fand, dass er ganz cool ist. Haben wir gesagt, weißt du was, so, wenn wir einfach ein paar Leute zusammenkriegen, die gut spielen können, die uns sympathisch sind, die holen wir erstmal zusammen. Und sobald wir mehr Anforderungen gestellt haben, worauf es uns im Team allgemein ankommt, wo wir vielleicht mal ein bisschen miteinander sprechen müssten, dann auf jeden Fall, dann kann man irgendwann sagen, okay, so und so, das wollen wir vielleicht drin haben. Würdet ihr auch Leute, die außerhalb von eurer Stadt sind, aufnehmen oder wollt ihr wirklich nur, sag ich mal, Teammitglieder haben, die in eurer Nähe sind? Also der Luca zum Beispiel, der wohnt da in der Gegend Marburg. Das ist auch 1-2 Stunden weg von uns entfernt und ist ein guter Kumpel von mir. Und ja, da ist eigentlich egal, ob er jetzt bei uns in der Nähe wohnt. Wir sehen uns ja einmal im Monat circa auf Regionals, auf WM, DM, auf großen Turnieren halt. Also ist auf jeden Fall möglich. Wie schaut es aus bei euch, die nächsten Pläne für die Turniere, die nächsten YCS, die so sind Rimini, Liverpool und Bochum, wo seid ihr da so dabei? Also wissen halt jetzt nicht genau, ob wie es jetzt mit Rimini aussieht. Viele von uns sind vor allen Dingen auch noch Studenten, Schüler und sowas, deswegen klappt das eventuell nicht immer direkt mit Overseas-Turnieren, muss man jetzt mal sagen. Jonas und ich möchten versuchen, auch nach Rimini irgendwie zu gehen, schauen, ob wir das vielleicht noch hinbekommen, mit einem Urlaub zum Beispiel mit irgendwie verbinden. Weil nur für Yugi nach Rimini zu fliegen, finde ich ein bisschen unnötig, meiner Meinung nach. Nur das so zu machen, dass man das miteinander verbindet, wäre in Ordnung. Bochum auf jeden Fall. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Liste zurzeit aussieht. Ich zum Beispiel bin nur ein Anti-Meta-Spieler. Ich spiele nur Anti. Ja, ich mag diesen ganzen Meta-Scheiß. Ne? Ja. Und deswegen muss ich auf jeden Fall auf die Liste warten und dann mal gucken, was im Dezember dann für ein Meta dann auf jeden Fall erstmal da ist. Ja, also ich würde auch zu YCS Bochum gehen, einfach weil es in Deutschland ist. Rimini eher weniger, weil wie gesagt, ich bin halt noch Schüler und das ist halt schwer, so als Schüler halt mal so kurzzeitig nach Rimini zu fliegen. Aber Bochum ist auf jeden Fall drin und ja, ich hoffe, dass es dann halt auch alles klappt. Und wie gesagt, auch je nach Format, wie man da Lust hat, will ich halt auch mitspielen, weil momentan spiele ich ja X-Y-Z Monarch und das kann sich auch jedes Mal ändern. Also ist auch nicht sicher, was ich da zum Beispiel jetzt dort spielen würde. Also der Hauptteil vom Team, dem ist eigentlich egal, was für eine Liste gerade ist, aber der Dominik, der spielt ja nur Anti, also der spielt manchmal ein Jahr lang gar nicht und dann spielt er wieder. Und der Rest eigentlich immer. Und auf du weißt, das Bochum gehen wir auf jeden Fall und auf die Regionals bei uns in der Nähe, Baden-Württemberg, Hessen, gehen wir auf jeden Fall auch und ja. Da ihr gesagt habt, ihr seid Studenten, Schüler, wie finanziert ihr eure Reisen immer und wie kommt ihr immer auf so ein, also zum Beispiel jetzt hier Berlin, also wie seid ihr hergekommen? Ja gut, bei mir ist es jetzt halt so, ich arbeite, ja, und da ist es dementsprechend auch die Möglichkeit, einer macht, der Jonas macht zum Beispiel viel über Card Market, da kommt dann auch dementsprechend was rein und schülermäßig muss man halt immer gucken, vielleicht hat man einen Nebenjob irgendwie nebenbei,
Mama, Papa sind auch ab und zu mal am Start, ja, und vor allen Dingen auch mal vielleicht auch mal das Leihen innerhalb des Teams. Wenn man schon sagt, man kann auf jeden Fall hier und da mal was leihen und nicht unbedingt direkt für Raten, Zinsen und sowas verlangen. oder Gewinn. Ja, genau so, so ein Scheiß. Genau sowas. Deswegen, sowas muss nicht unbedingt sein, Mann. Hast du gehört, Barisch, Mann. Wir haben auch einen Sponsor, der Cardman, und der gibt uns auch die Karten für billiger. Er gibt uns auch die Hüllen und alles, hilft uns auch bei den Matten, tut das Anteil bezahlen, von daher ist auf jeden Fall da auch ein bisschen günstiger für uns. Du bist ja auch krasser Trader, wie läuft das ab, Konkurrenzen mit dem Sponsor dann? Gibt es da keine Konflikte? Naja, also bei uns ist es so, ich mache auch viel über Facebook und in Sandhausen bei uns, da ist unser Schummel eigentlich nicht immer da und auf größeren Turnieren Regionals, da ist dann eh genug Leute da, von daher passt es auf jeden Fall. Und wie läuft das mit Testen ab? Habt ihr so Training oder sowas? Wie läuft das ab? Habt ihr so einen Plan, den ihr aufstellt? Wie unterstützt ihr euch gegenseitig und sowas? Ja, zumeist ist es halt immer so, dass wir uns halt immer unter uns, also immer zu jemand anderen gehen und dort halt zocken. Also manchmal ist es beim Dominik oder bei mir, also je nachdem, wo halt Platz ist, wo halt auch mehrere kommen können, dann zocken wir halt auch meistens. Oder halt, wenn wir zum Beispiel in die Locals gehen, dann machen wir halt nach den Locals, sagen wir, okay, wir gehen dann noch was schnell essen, dann gehen wir zu irgendjemandem und zocken dann halt dort. Und so testen wir dann halt auch und Locals halt auch für uns halt zum Testen. Und ja, so gucken wir dann, wie wir unser Deck verbessern können halt. Ja, muss man auch sagen. Auf unseren Locals ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil da sind Leute dabei, die spielen den größten Haufen Scheiß, ja, dann gehst du dann irgendwie dahin, ja. Ich hab dann da meinen Yosenju de Meister normal gespielt, ja, und auf einmal spiele ich da gegen so einen scheiß Cyber Dragon, wo die jede scheiß Karte tot ist. Und dann denkst du dir, ja super, und dann musst du dir so dumme Kommentare anhören von so Randoms, die noch nicht was erreicht haben, die dann sagen, ja hier, geiles Deck, ja. Und dann denkst du dir auch nur, ach, leck mich doch, ja, das ist ganz bescheuert. Kommen wir mal zum heutigen Turnier. Wie sind eure Impressionen vom heutigen Turnier hier bei der EM? Ja gut, bezogen jetzt auf die Deckauswahl oder wie jetzt genau? Also generell die Location ist geil, das muss man auf jeden Fall zu sagen. Das ist gut gelungen, ist klimatisiert da drinnen. Das Meta ist halt ganz, ganz komisch. Man hat einfach sehr krass gemerkt, wie krass der Würfelwurf Spiele entscheidet. Ist brutal. Außer die Leute sind so gerichtet, dass sie sowieso dich anfangen lassen wollen. Je nachdem, was für ein Deck du spielst, ist das vorteilhaft oder nicht. Und es ist auf jeden Fall gemerkt, dass das hier auch ein bisschen sich gezogen hat, auch mit den ganzen Runden. Das ist sehr nervenzerrend auf jeden Fall. Da hat man irgendwo sagt dann die eine Hälfte von dir, ey komm, drop den Scheiß, weil du keinen Bock mehr hast. Und die eine sagt dann, ach komm, mach weiter, du bist halt schon hier. Und vor allen Dingen ist es auf jeden Fall viel schwieriger als auf der DM, ja, das ist viel, viel schwieriger hier gewesen, weil es ist egal, ob du ein Spiel oder zwei Spiele am Anfang verlierst, die Spieler müssen nicht unbedingt direkt schlecht sein, ja, und das ist auf jeden Fall, hat sich auch hier auf jeden Fall gezeigt. Ja, also, wie gesagt, also so jetzt zum Format, ich finde das Format eigentlich ganz okay, also... Weil er Monarch spielt. Ja, das ist ja. Also, ja, also das Monarch ist einfach so, ja, komm, wir vergleichen Hände und dann gucken wir, wer die bessere Hand hat. Also so ist eigentlich momentan das Format. Also was ich mir wünschen würde für das Format, ist halt einfach, dass es ein bisschen mehr ausgeglichen ist, ja, dass man jetzt sagt, okay, jetzt zum Beispiel das beste Beispiel Monarch, zum Beispiel das Mirror Match, da wird halt Minimum immer einer in einen der drei Games bricken und es macht halt definitiv keinen Spaß und natürlich ist man dann todessalzig, wenn man halt da mal brickt, ja, und dann... Wie gesagt, also das ist jetzt mein Meinung so zum Format. Also zum Turnier, wir sind auch hier im Hotel bei der Location, also wir sind 5 Minuten, sind wir jetzt gleich hier. Passt eigentlich alles, ging halt gestern deutlich viel zu lang, halb eins, ja. War viel zu krank und 60 Minuten Timeout. Ja, wir sind halt, also wir sind alle 5-3 gegangen, die haben Erstand 5-0, ja, war sehr schade. Ja, Format ist halt glücksabhängig und kann man nichts machen. Ihr habt gerade gesagt, dass ihr 5-3 gegangen seid. Habt ihr noch welche, die noch spielen in den Top 10 oder sowas? Nee, wir sind jetzt alle komplett raus. Okay. Alle komplett rot, Alter. So wie bei uns. Und dann, natürlich abschließende Frage, wieso trägst du Shorts? Ich hatte gestern, ey, ist ganz, ganz simpel, ich hatte gestern ein weißes T-Shirt an, ja. Die anderen hatten schwarz. Manche hatten das schwarz an, ja, und mir hat das eine, das ist immer noch, sie haben es neu bekommen. Es riecht total noch nach Chemie und das weiß ich irgendwie nicht so. Aber trotzdem habe ich keinen Bock, Chemie
und ein getragenes T-Shirt von so langer Zeit zu tragen. Ist ein bisschen ekelhaft. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ziehen wir noch das hier an und vor allem auch fürs Interview. Also kürzen wir ab, er ist der Boss. Alles klar, danke Jungs. Checkt die auf jeden Fall mal ab. Alles unten in der Beschreibung und viel Glück euch noch. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook-Seite und leidet nicht.